Montag, den 5. Juli, jetzt mit die SWR3 Morning Show hier mit Michael Bobitzky und Sascha Zeus. Sie haben es gehört eben, die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung Böhmer, die stellt heute ihren Bericht zur Lage der Ausländer in Deutschland vor. Da geht es unter anderem um... Was? Verdammt, die Bullen. Was habe ich denn jetzt wieder falsch gemacht? Achtung, moderieren Sie mal richtig. Da politisch korrekte Ermittlungen in SWR3. Wortwachtmeister Scharfköter, mein Name, Ihre Sprecherlaubnis bitte und den Mundwerkzeugschein. Das darf doch nicht wahr sein. Was habe ich denn jetzt wieder falsch gemacht? Habe ich vielleicht ohne Freisprecheinrichtung moderiert oder... Nein, viel schlimmer, Sie haben ohne Hirn moderiert. Das kostet Sie 90 Euro und 3 Punkte in der Sprachsünderkartei. Geht's nicht auch ein bisschen kleiner? Nein, nur wenn Sie ohne Kleinhirn moderieren. Sie waren politisch unkorrekt, indem Sie Ausländer gesagt haben. Oh nö, jetzt kommen Sie mir nicht mit ausländischen Mitbürgern. Doch, genau. Im eigenen Land lebende Menschen aus anderen Ländern als Ausländer zu bezeichnen, beinhaltet eine diskriminierende Abgrenzung. Das sollten Sie als inländischer Mitbürger ohne Migrationshintergrund doch wissen. Ich habe aber mal eine Weile im Ausland gelebt. Aha, im ausländischen Ausland oder im inländischen Ausland? Also jetzt wird's mir zu blöd. Sie können mich auch einfach so verhaften. In Ordnung, ich nehme Sie fest wegen mangelnden Widerstands gegen die Staatsgewalt. Okay. Bravo, dank Männern wie Wortwachtmeister Scharfköter bleibt unser Land politisch korrekt. So, und wenn Sie jetzt sagen... Die können mir alle mal den Poppes, Bruder. Dann überweisen Sie weitere 40 Euro. Tatütata. Jeden Morgen, jede Stunde. Mehr Spaß bei Michael Bobitzky und Sascha Zeus. Einfach SWR 3.